Bericht aus dem Landtag, dann würde ich auch auf zwei, drei aktuelle Dinge eingehen. Also ich bin nicht im Krieg mit Russland. Das möchte ich so klipp und klar sagen. Und ich glaube, wir alle sollten froh sein, wenn wir nicht im Krieg mit Russland sind. Auch Politik ist durchaus schwierig, das ist völlig klar. Aber feministische Außenpolitik derart zu gestalten, öffentlich Kunst zu tun, dass man im Krieg sei, mit einer Atommacht, ist entweder dumm und fahrlässig oder provokativ und Kriegstreiberei. Beides ist ein Armutszeugnis und eigentlich ist diese Dame wirklich nicht mehr zu halten. Aber wir wissen ja, wie das ist bei den Grünen. Bildung ist so eine Sache. Unsere Bildungsexpertin Frau Hamburger ist ja ohne Abschluss, deswegen ist sie ja auch Kultusministerin geworden. Ja, und die andere Sache ist, wenn Sie demnächst jemanden zum Bahnhof bringen, verabschieden Sie sich nicht von ihm, weil es kann tatsächlich sein, dass Sie das letzte Mal leben sehen. Auch das muss man leider in dieser Traurigkeit und Deutlichkeit sagen. Die Polizeigewerkschaft hat es öffentlich, stand in der Bildzeitung vor zwei Tagen, die Anzahl der Messerangriffe in allen möglichen Bereichen hat sich verdreifacht in den letzten Jahren. Verdreifacht. Und natürlich ist alles immer ein Einzelfall. Es ist immer ein einzelner Täter, selbstverständlich. Es sind auch immer einzelne Opfer. Aber nicht zum ersten Mal war es jemand, der hätte eigentlich nicht mehr hier sein sollen und dürfen. Mehrfach vorbestrafter Ausländer. Auch das ist nicht das erste Mal passiert. Natürlich zücken auch Deutsche das Messer. Es ist so. Es ist immer die Frage, wie ist der entsprechende Anteil und kann man Gefahren abwehren? Dazu haben wir, die AfD, oder Deutschland und Rote gleich noch, darauf eine ganz klare Meinung. Selbstverständlich müssen kriminelle Ausländer, die unser Gastrecht missbrauchen und verwirkt haben, abgeschoben werden. Wie sieht es aktuell aus? Natürlich hat Nancy Faeser und hat die regierende Bürgermeisterin in Berlin sofort reagiert. Der Abschiebeterminal, weil es gibt ja schon Terminals, wo die Abschiebung stattfindet, ist im BER erst mal bis April stillgelegt. Das ist also die Reaktion auf das, was passiert. Nur damit man weiß. Und es ist ja so, es wird alles total genau überprüft in Deutschland, das wissen wir auch. Deswegen müssen jetzt Integrationslosen, damit sie bei der Flüchtlingshilfe arbeiten können, ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Die, die zu uns kommen, brauchen keinen Pass. Die, die denen wir helfen wollen, müssen ein polizeiliches Führungszeugnis sein. Das ist die Logik. Das ist die Logik in unserem Land. Die Logik in unserem Land ist auch, wir haben ein Haus, wo es hineintropft, das Dach ist undicht, das ist seit mehreren Jahren undicht, die Löcher werden immer mehr, die Politiker sagen, okay, wir müssen etwas tun, so wie ja gesagt wurde, dass wir die Sicherheitskräfte, so ist es im Landtag, das Regierung besser ausschützen wollen. Heißt, Synonym, es ist tropft durch, wir müssen noch mehr Wassereimer runterstellen, damit der Boden nicht nass wird. Die Löcher werden immer größer. Die Politik sagt, wir müssen halt noch mehr Eimer hinstellen, weil dann wird der Boden ja nicht trocken. Die Ursache, das eigentliche Problem, wird nicht angegangen. Das wäre nämlich tatsächlich mal das Dach zu reparieren und zu gucken, warum es reinregnet. Warum ist die Sicherheitslage denn so, wie sie ist? Warum wird denn jetzt in der Stadt die Fußgängerzone wird für 1,4 Millionen erneuert, verschönert? Warum werden denn da jetzt Sicherheitspöller hochgefahren? Warum? Und ich kann Ihnen sagen, ich fahre regelmäßig mit der Bahn nach Hannover und gehe dann vom Hauptbahnhof zum Landtag. Vierer Trupps der Bundespolizei. Vierer Trupps. In Vollmontur. Ich habe gefragt, warum denn Vierer Trupps? Was ist denn hier los? Ja. Nur noch ein Vierer Trupps ist es dort möglich, dass dort für Sicherheit gesorgt wird. War das so vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren? Fragen Sie sich zurück. Grundschule. Also bei meiner Grundschule war es früher so,
Klar haben meine Eltern mich abgeholt, konnten mich besuchen. Pausenhofer auch. Mittlerweile sind Grundschulen in vielen Gebieten Hochsicherheitstrakt. Es wird abgeschlossen, dass da keiner rein kann. Da können Sie nicht einfach mal als Elternteil da plötzlich reingehen. Die sind abgeschlossen. Abgeschlossene Grundschulen. Zu meiner Jugend war das nicht so. Und natürlich gab es da auch Raufereien. Es gab Schützenfeste. Es ist verprügelt worden. Es ist auch was anderes gemacht worden. Aber die Sicherheitslage war eine andere. Definitiv. Wir reden, wie gesagt, von Tötungsdelikten, zahlreichen Dingen. Und Ministerpräsident Günther, das ist der von der Union, wir wissen, dass die Union, das ist ja die, die angeblich für innere Sicherheit steht, hat vor einer Woche gesagt, der CDU, da gab es ja zwar in der CDU-Fraktion so ein Treffen, ja, die Migration ist total toll. Die ist total toll, wir brauchen noch Migration, das ist gut so. Und wie sieht das aus? Natürlich gibt es Einwanderer, die positiv hier sind. Wir bilden auch ganz viele ausländische, da wird der Arm noch berichten, bei uns aus. Aber nach dem Studium verlassen ganz, ganz viele dieses Land. Warum? Weil die Abgabenlast zu hoch ist. Deutschland hat die höchste Abgabenlast. In Frankreich gab es ja den Versuch, die Renten, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Es bleibt aber nach dem Prozess bei 62 Jahren für Männer, 58 Jahre für Frauen. Bei uns ist das nicht so, obwohl unsere Wirtschaftsleistung stärker ist. Bei uns 67 für Männer. Irgendwas müssen die anderen Länder anders machen als wir. Irgendwas muss ja so sein. Ja, was machen wir mit dem Geld? Wir nehmen genug Geld ein. Vater Staat wird eine Rekordeinnahme dieses Jahr erzielen aufgrund der Inflation. Das ist so, weil Herr Lindner Profiteur davon ist. Trotzdem reicht das Geld vorne und hinten nicht. Überall, wenn wir es in der Zeitung gelesen haben, war jetzt Sassenburg, wo kann Sassenburg sparen? Millionen Defizite demnächst im Haushalt. Auch in anderen Kommunen haben wir es gelesen. Defizit. Die Stadt Gifhorn, auch Defizit. 7 Millionen prognostiziert für 2023, 9 Millionen prognostiziert für 2024 und 2026. Da kommt der richtige Börner, dann war dabei über 20 Millionen Defizit. Das ist der Ampelvorschub. Noch einmal, die Einnahmen steigen, es reicht nicht. Das ist die Realität. Und natürlich, was macht man entsprechend? Die Politik, da gibt es die Frau Meier, das ist wunderbar, das ist die erste Stadträtin, die jetzt kurz vor der Landtagswahl in die CDU eingetreten ist, dann als Kandidatin aufgetreten ist und leider nicht gewählt worden ist. Die ist 56 oder 57 und hat jetzt beschlossen, ich möchte gerne kürzer treten und nicht nochmal Stadträtin werden. Die ist damit eine Wahlbeamtin und ich habe angefragt zur Ratssitzung. Ja, also das Bedauern ist groß. Sie hat ungefähr 90.000, 100.000 Euro Bruttoeinkommen. Sie kriegt ab dem Tag ihrer Ruhe, also es wird in diesem Jahr wahrscheinlich im Oktober sein, ein Ruhegehalt von bis zu 71% ihrer Bezüge sofort. Ja, damit kann man etwas ruhiger treten, das ist klar. Ich hoffe, das können Sie entsprechend auch mit 57 Jahren oder 58 Jahren, wenn Sie in Rente gehen. Nein. So ist das. Ja. Ganz wichtig ist ja, das wurde auch gesagt in der Sitzung, da hat der Bürgermeister gesagt, das Vereinsleben müssen wir fördern. Herr Pistorius, nicht Herr Pistorius, sondern im Landtag, Herr Pistorius, ja, im Landtag wurde gesagt, gerade die Vereine, die Organisationen, Feuerwehren sind wichtig. Ja, die Stadt Gifhorn sieht das so ein bisschen anders mit der CDU und der SPD. Und da gibt es ja diese lustige Regenbogen-Ideologie, die auch vom Land gefördert werden. 16.000 Euro haben wir vom Land gekriegt, ich habe angefragt. Ja, die kriegen 5.000 Euro wieder, damit sie den Kindern erzählen können, dass sie nicht Cowboy und Indianer spielen sollen, sondern dass sie halt bunt sind, das wäre wichtig heutzutage, bunt zu sein. Aber weder Junge noch Mädchen, das wissen wir. Die Jugendfeuerwehr hat einen Antrag auf Jugendzelt gestellt und eine bisschen Förderrichtlinie, dass sie, die haben einen Antrag für dieses 1.500 Euro die Hälfte kriegen. Selbstverständlich hat die CDU mit Nein gestimmt. Aber ganz wichtig ist, die Feuerwehr wird gefördert.
Das ist die Realität vor Ort. Das ist die Realität vor Ort. Ja, dann gab es die Diskussion im Landtag, Stefan Roth wird darüber auch berichten, über die Silvester kommen. Ja, wir dürfen da ja natürlich nicht die Vornamen nennen. Das hat der Berliner Senat abgelehnt. Nach dem Messerattentat hat der NDR Hamburg gesagt, wir dürfen auch die Identität des Täters nicht nennen, weil das gefährdet die Demokratie. Die Demokratie gefährdet Horst Reiter zu nennen, da sind wir von der AfD einer völlig anderen Meinung. Horst und Reiter, Mut zur Wahrheit. Weil wenn man es weiß, wer es ist, dann wird auch diese Diskussion nicht mehr stattfinden, sondern man wüsste es. Aber wir wissen ja, die CDU macht das ja auch, das sind jetzt ja West- oder Ostasiaten, also wir wissen ja, wo das ist, also es wird jetzt ins Asiatische verschoben, also das, die Asiaten werden vielleicht diskriminiert, weiß ich jetzt nicht so. Man will also nicht die Wahrheit nennen. Unverändert nicht nennen, unverändert nicht entsprechend reagieren. Hier im Landkreis hat Herr Heil, das ist der, der mal gesagt hat, es gibt Dominikens. Wir wissen ja, im Landkreis Gifhorn, für alle, die es nicht wissen, haben wir ja ein Flüchtlingscamp, Iralzin, damit die Geflüchteten sich untereinander nicht bekriegen oder belästigen. Die Frauen haben einen extra Schutzzaun im Lager zwischen rechts und links. Und jetzt soll den Geflüchteten beigebracht werden, unsere Werte. Das Grundgesetz noch nicht, aber immerhin unsere Werte. Das ist seit 2015 echt eine total tolle Erkenntnis. Wie gesagt, die AfD hat ja gefordert, dass das Grundgesetz die Basis der Integration ist und dass das im Flüchtlingskonzept steht. Sie können sich vorstellen, CDU, SPD, Grüne, FDP haben es alle abgelehnt. Das ist völlig klar, dass das entsprechend abgelehnt wird. Ja, und wie sieht das hier aus? Wir haben immer von der Zivilgesellschaft gesprochen. Total toll, das ist wichtig. Ja, die AfD-Kreisverband hat 150 Euro ein Fußballteam gespendet, der es dann weitergegeben hat zur Tafel. Die mussten das dann auf Druck unserer Spezialdemokratie und der IG Metall zurückgeben. Das darf nicht sein. Hier der Betreiber der Halle, ist, dem ist angerufen worden, hat gesagt, hast du nicht Angst, dass die Halle brennt? So ist der demokratische Austausch hier in unserer Gegend. Ja, das freut uns natürlich. Hier hat sich auch ein Bündnis Bund statt Braun oder Dumm statt Schlau, müsste man richtig sagen. Das ist ja der richtige formuliert. In meiner Sicht bildet sich jetzt auch sowas. Nur auch dieses Bündnis ändert nichts an der Realität. Die Realität ist, dass der Bürgermeister in Gifhorn nach wie vor die Realität verweigert, auf ganz einfache Antwort. Wir haben ihn gefragt, unser Staatssekretär wird darauf auch eingehen, ob es Migrationsgruppen an Grundschulen geben soll. Hat er ja gefordert, der Lehrer war. Und wir haben dann einfach gefragt, wie hoch die Migrationsquote an Gifhorner Grundschulen ist. Einfach gefragt, gibt es Migrants? Gibt es da Auffälligkeit? Einfach nur nach der Zahl gefragt. Dann hatten wir gefragt, ob es auch eine Korrelation gibt zwischen Migrationsquote und Leerstandserhebung. Der Bürgermeister hat anderthalb Seiten vorgelesen und nur nicht die Frage beantwortet. Auch das kennen wir, aber wie Sie mich kennen, ich werde selbstverständlich weiter nachfragen. Wie gut unsere Schulen sind oder wie schlecht unsere Schulen sind. Und deswegen ist ja Bildung und Sprache so wichtig. 25% der Kinder im vierten Lehrjahr können nicht ausreichend lesen und rechnen. 25%. Das Bildungsministerium war 10 Jahre in der Hand der SPD. Vermutlich war es auch wieder die AfD schuld, weil es ist ja klar, die AfD gibt es seit 10 Jahren, also muss die AfD schuld sein. Also wieder Schulden kann man da ganz einfach finden, sofort ist er gefunden. Und deswegen wäre ja unsere Bildungsministerin die Noten abschaffen, ne? Weil man etwas nicht bewertet, dann kann es ja auch keine schlechten mehr geben. Und als nächstes wird sie total auch wichtig, Unisex zu nennen. Also ihre beiden wichtigsten Dinge. Da gab es noch ein bisschen was anderes, was ich versprochen hatte, ein bisschen mehr Gehalt. Ach, naja, das können wir nicht. Oder Ausrüstung von Tablets für höhere Schulklassen. Naja, da kommt auch alles noch nicht, weil ja kein Geld da ist. Geld. Ganz wichtig ist, dass wir uns ja verwalten. Die Bundesregierung baut ja einen Palazzo Prozzo, also weiter ihr Kanzleramt auf. Ich nenne das jetzt mal Palazzo Prozzo und bis zu 10.000 neue Beamtenstellen. Landkreis Gifhorn. 45 neue da, 45 neue Angestellte, statt Gifhorn 9 Angestellte.
gerechnet. Die das zahlen Sie alles. 9,5 Angestellte, Vollzeitstelle kostet 400.000 Euro. Das dürfen Sie demnächst halt zahlen. Und ganz wichtig war ja, dieser Ratssitzung war ja so total toll. Da gibt es ja die lustige Zeitung, die alle Abwachter, ist heute mal wieder nicht da, die wie üblich auch zur Ratssitzung nicht da war, wo es um den Haushalt ging. Der Haushalt, der stand hier vor, dass wir die Zeit, die Berichte, die wir machen, berichten über das vor Ort, war nicht da. Ja, der Bürgermeister oder in den anderen Sitzungen gesagt, wir müssen jetzt endlich anfangen zu sparen. Es wird noch nicht angefangen zu sparen. Es werden bald Jahr für Jahr neue Stellen geschaffen. Und die Stadträte, Frau Meyer, von der ich gesagt habe, dass wir mit 57 jetzt ein bisschen kürzer treffen demnächst, hat ja auch gesagt, also wir oder die anderen wollen ja nicht die ersten Kommunen anfangen, die mit Steuern und Abgaben Verhöhung kommt, sondern das soll nächstes Jahr in einer konzertierten Aktion auf allen Gemeinden stattfinden. In einer konzertierten Aktion in allen Gemeinden. Dann haben Sie auch Grundsteuer, da war ja auch noch was, aber auch gefragt, die Stadt Bielefeld, wie viel Grundsteuererklärung die schon abgegeben hat. 40%. Sie schaffen aber bis 31. Januch vielleicht alles abzugeben, aber wissen wir noch nicht. Und in den Grundsteuergesetz steht ja drin, 2024 lauten die alten Grundsteuerbescheide auf und soll ja einkommensneutral gemacht werden. Das bedeutet, im Jahr 2024, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wird flächendeckend in ganz Niedersachsen eine massive Erhöhung der Grundsteuer stattfinden. Massiv. Mein CDU-Kollege hat gesagt, 100%, also eine Verdopplung, das werden wir vermutlich nicht durchsetzen. So sieht es aus. So sieht es aus, das, was aus dem zukommt. Also wir reden hier nicht über 10% oder über 20%, wir reden über 100%. Wahrscheinlich werden es dann 80 oder 75 werden, weil ja 100, das klingt zu wenig. Das wird es natürlich werden. Und Schuld ist, das wissen wir alles klar, der Krieg mit Putin ist schuld. Der Krieg ist selbstverständlich, der alles beschleunigt, gar keine Frage. Weil Krieg kostet immer Geld, Krieg vernichtet etwas, produziert nichts und ist teuer. Jeder Krieg ist teuer. Jeder. Aber die Inflation kommt aus was ganz anderem. Die Geldmenge ist in den letzten 10 Jahren, Geldmenge M1, verzehnfacht. Verzehnfacht. Das wirtschaftliche Wachstum dahinter nur 30%. Wer ganz, ganz viel Geld druckt, ohne dass die wirtschaftliche Leistung dahinter kommt, erzeugt Inflation. Das, das Geldmengenwachstum ist von der Zentralbank in Europa, in Amerika und eben nicht von Russland. Dass der Krieg das alles beschleunigt, gar keine Frage. Aber die Ursache des Problems ist etwas anderes. Genauso wie die Ursache des Problems der Integration bzw. der fehlgescheiterten Migration bei unseren Politikern aus CDU, SPD, Grünen und FDP liegt. Integration ist eine Bringschuld. Ganz klar. Und man kann auch abschieben, wenn man will. Wir haben ja gesehen in den Corona-Maßnahmen, dass innerhalb von Tagen Grundrechte außer Kraft gesetzt worden sind. Das geht alles. Da gab es so lustige Ministerpräsidentenkonferenzen, die gar nicht legitimiert waren, lauter Fassung. Es geht also alles. Man will ihn nicht. Und schließe meine Worte. Wir wissen ja, die Grünen ist aber eine total spaßige Partei. Aus meiner Sicht die Funktionäre der Gegend, nicht die Wähler. Nicht die Wähler. Die gefährlichste Partei, die wir haben. Denn die Grünen möchten gerne noch mehr Einwanderung. Ungehemmt. Möchten halt gerne noch mehr Sozialarbeiter. Und welches Opfer wird dafür gemacht? Ja, wie Herr Ronay, das ist der Bürgermeister der Grünen in Hannover. Ja, es gibt halt keinen Autoverkehr mehr in Hannover, was der nicht geht. Weil individuelle Freiheit, individuelle Bewegung, die auch dazu gehört, das will die vorher nicht. Freue mich, dass ich gleich an Stefan Rothe weitergeben kann. Überlegen Sie sich, sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, ob es wirklich sinnvoll ist, wenn das Haus regnet und die Löcher werden größer und es regnet immer mehr rein. Weitere Schüssel überall auf den Boden zu legen, demjenigen zu vertrauen, der ihm immer die Schüssel drückt und sagt, ist alles nicht so schlimm, ich stelle noch ein paar Schüsseln hin. Oder demjenigen zu vertrauen, hallo, wir müssen anfangen, endlich das Dach zu reparieren, damit es nicht mehr reinregnet.
Sie entscheiden es. Nicht ich, der die Botschaft bringt, sondern Sie. Sie als Wähler, Sie als Bürger entscheiden es. Ganz vielen Dank.